So, an der Stelle habe ich jetzt meinen kleinen Cut gemacht. Ja, und bin dabei jetzt hier gerade unseren Turm weiterzubauen. So, und Cobblestone haben wir ja dabei. Und bauen jetzt, wie wir schon machen wollten, einmal außenrum. Ja, unserem Türmchen etwas aufbauen. Etwas aufstocken. So. Dann, wie machen wir das jetzt? Machen wir hier Holz? Können auch oben Holz machen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt dann gut aussieht. Jetzt einfach mal so hoch, ja. Machen wir es mal so hoch. 2, 3. 1, 2 und 3. Und hier auch noch. Oh, und ihr seht schon, da unten laufen schon wieder Creepers und andere Gestalten rum, die mir schon wieder auf die Eier gehen. Aber das macht ja nichts. Hier auch. Ich sag euch, Creeper-Landschaft, guck mal. 1, 2 und hier waren auch noch 2. Ich möchte es gar nicht wissen, was hier unten alles rumläuft. Aber eins ist wichtig, hier bei mir ist keiner. Das ist gut. So. Haben wir uns hier einmal außen rum gebaut. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eins hoch. Ach, ich hasse es, wenn ich fail. Aber das passiert mal. Machen wir nachher weg. Ansonsten werde ich dann auch Spitzhacken wieder machen. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt echt mal versuchen, das Dach aus Holz zu machen. Oder, ob das so denn gut aussieht. Also aus Wooden Planks. Weil wir dann das Dach damit spitz machen können. Mit den Stairs. Wir probieren es mal. So, das bauen wir nachher natürlich weg. Jetzt bauen wir uns hier erstmal wieder den Grundriss. Bams, Bams, Bams. Natürlich müssen wir uns dann irgendwie was bauen, dass wir wieder hochkommen. Weil wir müssen uns dann auch die Stairs machen. Oder machen wir es hier oben drauf? Das ist natürlich die Frage. Wenn wir jetzt schon hier oben drauf sind. Weil... Ja, okay, der Mond steht noch ein bisschen hoch eigentlich. Aber theoretisch könnte man das auch packen, bis es Tag wird. Egal. So. Jetzt müssen wir hier bauen. Dann da. Und die letzte Reihe. Gut, mal vielleicht hier auf dann noch. Gut, Crafting Table machen wir uns schnell. Wow, keine Ahnung, ich habe gerade riesige Framerate Drops. Also ihr merkt, wenn es jetzt heute ab und zu mal liegt, ich habe keine Ahnung, was heute mit meinem PC los ist. Der mag heute nicht so. Ja, da müssen wir uns nachher den Cobblestone holen.
jetzt gehen wir auch wieder nach rein. So. Wir haben eh keine Pickaxe dabei. Das heißt, wir gehen jetzt so oder so mal runter. Runter und runter. Immer schön runter. Bis wir unten sehen. Da sind ganz schön viele runter. Und noch eins. Oh, ich dachte schon, die Haustür ist offen. Gut, jetzt ist meine Frage. Machen wir hier jetzt zu oben? Das heißt, dass wir hier einen Boden machen. Ich denke mal schon. Ich wäre das Beste eigentlich. Erstmal aus Cobblestone hier diese Ebene. Und dann können wir immer noch aus Clearstone verbessern im Nachhinein. Zombiejagd müssen wir auch bald gehen, habe ich ja versprochen auf jeden Fall. Wir bauen uns dann die Treppe bzw. die Leiter oder offene Treppe draus machen. Das können wir auch machen, ne? Ja, wenn, dann machen wir die natürlich irgendwo etwas indirekt, nicht hier, dass es alles eingeengt wird. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt genau machen. So, hier noch, ja, jetzt habe ich kein Kabel mehr, haben wir auch sogar kein Kabel mehr, Glas, und Steak, hey, ja, können wir gleich mal ein Steak essen, jetzt wollte ich jetzt nicht, sorry. Da haben wir auch eine Stange. Scheiße. Wir müssen jetzt erstmal wieder kackern, ne? Hier, ne? Da bleibt uns jetzt echt nichts anderes übrig. Ihr wisst, was kommt. Scheiße. Wir müssen hier wieder anfangen. Naja, macht ja nichts. Mit Zeit. Sorry, war nicht extra ein Screenshot. Wie gesagt, wir bauen jetzt eh erstmal ab noch. Und da gehen wir mal bald in die Höhlen forschen. Dass wir uns das halt alles hier schon mal zurecht bauen. Will ich jetzt meinen. Weil wir schon mal den Anfang haben. Aua. Muss ja nicht sein. Bauen wir dann hier ab. Machen dann alles einheitlich aus Kabel. Wie sieht das hier aus? Das da oben ist ja ganz schick so. Dann machen wir nämlich den hier noch weg. Genau, wir meißeln uns jetzt schon mal hier unsere Wände hin. Das könnten wir nämlich hier, machen wir dann noch weiter, die Wand. So, machen wir es noch schön weiter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier ist da oben dann lassen. Hier ist es zwar auch, aber ja, das können wir so lassen. Hier noch weg. Mach jetzt mal hier so weg. Gravel dauert ja nicht lange abzubauen. Weil der ganze Gravel ist auch überflüssig. Feuerzeug braucht man jetzt erstmal nicht. Ja gut, machen wir jetzt hier eine Treppe hoch oder... Und wann geht hier die nächste Schicht los? Das ist auch die Frage, ne? Also, wir machen den Kabel hier. Das ist jetzt quasi hier die Kabelschicht. Muss ich das mal kurz auschecken. Bauen wir jetzt gleich mal zu, nämlich. Irgendwas verbrennt da draußen, Brutzel da. Aber ich frage mich, wieso draußen. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwas im Raum ist. Wird schon schief gehen, ne? Sagt der Onkel Bauer. Gut. Also, wenn alles auf die Ebene ist,
Dann vergrößern wir uns jetzt gleich erstmal hier den Raum, würde ich sagen. Weil hier wollen wir uns ja vielleicht eventuell schon das Wohnzimmer einrichten dann. Und natürlich noch ein paar Bilder, schwarze Wolle. Das holen wir uns alles noch. Schwarze Wolle, wie ging die nochmal? Ich glaube, da muss man Tinte von nehmen, ja. Tinte war das. Hier machen wir dann so Stufen runter. Aber ich würde sagen, die machen wir noch bis hier voll. Bams. Und dann lassen wir hier von hier runter geht. So, jetzt können wir uns gleich wieder Steinpicken machen, dann geht es auch etwas schneller. Aber wir sind ja bis jetzt schon sehr weit mit unserem schönen Haus. Und ja, heute ist der 29. Und ihr wisst Bescheid, am 31. gibt's die Map wie versprochen zum Download. Ja, dann könnt ihr diese Map hier downloaden und könnt sie selbst weiter gestalten. Ja, das Ganze werde ich wahrscheinlich mit Mediafire machen. Ist sicher. Mediafire ist auch cool, geht schnell. Ja. Ja. Machen uns jetzt erstmal ein paar Picken, schnell. Damit wir hier schneller abbauen können. Was ich noch ganz cool gefunden hätte von Notch, wenn man Picken aufstapeln hätte können. Ich meine, wieso eigentlich nicht? Klar, wenn man es cheatet, dann kann man sie hier stapeln, das weiß ich. Aber so, kann man sie nicht stapeln. Vielleicht kommt hier noch irgendwas. Man weiß es nicht. Notchi, notchi, notchi. Wir hatten ja noch Eisen drin, das können wir auch dann weiter brennen, eventuell sogar für Eisenpicke, weil unser Schwert haben wir ja noch. Hier machen wir das trotzdem. Machen wir das noch eins höher sogar. Puh, 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 puh. Aber hier müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Wir brauchen Stein, Stein, Stein. Dann können wir nämlich oben gleich weiterbauen, auf der oben Etage. Und müssen die Fackel da mal abbauen. Bauen jetzt wieder hier hin. Weil hier kann man noch weiter in die Breite gehen. Das noch alles ein bisschen aushöhlen. Ja, ich muss gerade überlegen, ob wir hier jetzt den kompletten Weg von der Treppe nehmen oder ob wir an den Seiten noch irgendwas hinmachen können. Eventuell Wasserfall oder was. Wenn wir dann unseren Eimer endlich haben, mal. Also sind uns unzählige Möglichkeiten gegeben. Wisst ihr? So, so, so. Ich glaube, wir sind sogar schon bei Folge 9 oder 10. Jetzt haben wir schon die zweistellige Zahl bald erreicht. Falls wir jetzt in Folge 9 sind. Ich weiß nicht genau, gerade. Ich find's cool. Wir machen das ganz cool hier zusammen eigentlich. Müsst ihr wissen, manchmal bin ich ein bisschen gesprächiger, manchmal bin ich nicht so gesprächig. Ja, es kommt immer drauf an, so wann ich gerade aufnehme. Jetzt gerade ist es ein bisschen später, schon eins. Aber ich hoffe, ich labere euch schön wieder die Ohren zu. Ich dröhne euch voll, hoffe ich so wie immer, so wie ihr es halt mögt. Naja, naja. Müssen wir uns hier noch weiter ausbauen. Hier. Gravel, wo packen wir den eigentlich hin? Ich glaube, ich mache mir dann gleich mal so eine Gravel-Kiste. So eine dreckige für den ganzen Schindel da rein. So, oder was ich gerade auch überlegt habe, machen wir vielleicht gar nicht das Schlafzimmer hier unten rein, sondern machen wir uns eher vielleicht unsere Vorratskammer, weil jetzt haben wir uns hier schon so schön angefangen. Das können wir auch nicht machen. Das passt schon so, das wird schon langsam schön. Mir ist gesagt, bis hierhin jetzt. Dann sollten wir uns vielleicht gleich mal Holz holen. Weil wir haben nur noch zwei. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Holz, was überhaupt. Achso, jetzt müssen wir wieder hier hinten laufen. Müssen wir uns jetzt gleich mal überlegen, wie wir das jetzt machen mit den Treppen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Holz haben wir hier nicht mehr. Wir haben noch 6 Eisen. Damit könnten wir uns eine
noch ein bisschen was machen. So. Packen wir uns hier rein wieder. Ja, ich würde eigentlich nur bis hier machen, weil hier geht die Säule, sage ich jetzt mal, los. Ist ja auch scheiße, wenn... Ja, machen wir es so. Und hier unten würde ich sagen, lass mal sogar Clearstone drin. Da muss man natürlich ausbessern, wo Gravel drin ist. Ja, machen wir gleich mal ein paar Treppen. Wir haben ja noch genug Holz ab in den Kisten. Dann machen wir das. Holz, 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 Holz. Haben wir doch irgendwie das ist. Hier. Nehmen wir erstmal die 60. Also wenn 60 Holz reichen, ne, dann weiß ich auch nicht ehrlich. Und es shift wieder. Wie? Keine Ahnung was. Shift immer noch. Die ganze Zeit. Einfach so ein Schifferspiel, ey. Pisst den ganzen Tag. Also halt, wenn es mal pisst, dann pisst es echt nicht. Das ist nicht sehr schön. Ich mach mal 7 Stück, oder? Ach, geht ja gar nicht, ungerade Zahl. Na, machen wir uns vielleicht mal ein paar mehr. Wir können immer ein paar gebrauchen. Wir könnten unten auch uns unten, also hier, können wir uns auch als Wandverkleidung mal Holz machen. Also nicht Wooden-Ding hier, sondern Fail. Super gemacht. Kacker.